Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Live-Let's Play von The Room 2. Wir befinden uns, glaube ich, in Kapitel 3, glaube ich. Und wir sind hier in einem Zimmer mit einem Spieltisch hier vorne, einem Klavier da hinten. Hier ist noch eine Kamera. Ich würde sagen, fangen wir mal an, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. So, da ist auf jeden Fall, da sehe ich doch hier was auf dem Boden liegen. Das will ich lesen. Oh ne, ich muss ja lesen. Maggie Cox. 17 Franklin Court, London. E7. E7. Für Simon Grayson, den großen Kahn. Was ist bloß aus dir geworden? Du weißt, dass ich deine Lügen durchschaue. Nur mich konntest du niemals blenden. Ich weiß, dass du es hast. Hast du ohne mich angefangen? Es klingt fabelhaft. Das ist voll der Wirrwarr. Dieser Journalist lässt mich nicht in Ruhe und du stehst in meiner Schuld. Seit wann kannst du denn dem Licht der Öffentlichkeit widerstehen? Wir werden Pioniere sein. Ich werde um 9 am Löwen sein. Du wirst dort sein. Ich kenne dich, Max. Die schreibt ganz schön komisch. Maggie Cox. Guck mal, Mama, ich bin auf YouTube. Ja, um 9 werde ich am Löwen sein. Ich glaube, das ist so ein Ding, was wir uns merken müssen. Löwe und 9. Nicht fortsetzen hier. Oh. Füßchen hier, die sind, ja. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der Kamera an. Das ist, glaube ich. Scheint, als würde ein Teil der Linse fehlen. Ja, gut. Dann. Bäh! Da bin ich ein bisschen erschrocken. Warum hat Chen schlechte Laune? Okay, da ist also ein Blitz auf jeden Fall. Das war ein bisschen gruselig. Ja, hier haben wir noch, da können wir was. Hier können wir doch noch was. Guck mal hier, hier können wir doch so was. Was können wir denn da? Können wir so was? Das ist ein Feuer. Ich glaube, mit der Kamera können wir erstmal nichts machen. Oder? Weiß ich nicht. Dann machen wir hier mit dem Tisch weiter. Wir haben ein Glas hier auf jeden Fall. Okay, oh, guck mal, da ist eine Linse. Bailey and Sons. Lawyers to the Shipping Trade. 5. März 1883. Fräulein Margaret Cox. Dies ist mein letztes Schreiben an Sie, ehe ich das Verfahren... Wird es so geschrieben? Einleite, über das ich Sie informiert habe. Seit dem Verschwinden meines Bruders haben sie sich wie eine Klette an meine Mutter geheftet. Um ihretwillen möchte ich Aufsehen vermeiden, doch sie sind ein Scharlatan. Thrawn ist es Scharlatan. Und eine Betrügerin. Und nötigenfalls werde ich dies auch verkündigen. Lassen Sie sie in Frieden. Andernfalls hat mir die Zeitung eine komplette Seite angeboten. Robert Bailey. Schön. Das ist schon so lange her, ne? Das war so lustig. So, Linse. Packen wir die mal hier rein. Also Sucher. So, reiner. Ich will da nicht reingucken, das ist gruselig bestimmt. Ah! Was ist das denn? Ein kleiner Metallgriff. Okay. Kann man den hier ranmachen? Haha. Ah. Eine Bergkamera. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Okay, das ist schon mal. Da sind wir schon mal ein Schrittchen weiter. Gut, machen wir mal hier am Tisch weiter. Wir haben wir überhaupt noch nicht richtig angefangen. Temple Voyage Time. Sanctuary Knowledge. Ach, guck mal hier, steht hier sogar. Tempel, Schrift, Zeit. Zuhause, Wissenschaft. An diesem Knopf fehlt sicher etwas. Was ist das? Da ist irgendwas. Das ist Dreck. Haben sie nicht sauber gemacht, die Pisser. Ist hier irgendwas an den Stühlen oder so? Kann man hier irgendwas am. Nee, nee, nee. Ja, gut, dann machen wir am Klavier weiter. Oder kann man da noch hin? Ah, guck mal, man kann auch noch hier an den Schrank. Haben wir aber einen Schlüssel für. Das ist hier. Das ist gruselig hier. Mag ich nicht. Das Bild? Nee. Gehen wir erstmal ans Klavier. Lampe. Ein Schlüssel. Oh, den kann man verstellen, so wie das aussieht. Ein Schlüssel. Ja. Okay, den kann man dann so verstellen, wie man anscheinend braucht. Bäh. Oh, guck mal, Fingerabdrücke. Ich bin aus Versehen hier drauf gekommen. Vier. Kann man das auch schieben? Eine 4, toll. Was bringt mir das hier unten? Ist eine 5, ne? Ja. 5. Ach, guck mal hier. Ein Fetzen eines alten Fotos. Und wir haben noch was zum Lesen. Was mit dem Mai schaffe ich wirklich nicht. Wenn du hier bist, waren meine Mühen nicht umsonst. Ein Sinn zumindest hat mein Versprechen mir gegeben. Wenn es mich verdammte, dich in die Gefangenschaft dieses Ortes geführt zu haben, dann biete ich dir nun meine Erlösung. Endlich habe ich den Schlüssel. Das Geheimnis dieser Welt, der Welten, dieses Orts, endloser Orte. Mit ihm kannst du den Schleier lüften und hinter den Vorhang sehen. Wir müssen dem uns gebotenen Weg nicht folgen. Kryptisch, kryptisch. So, was haben wir hier? Dö. Ich denke mal, da brauchen wir einfach noch mal so ein Teil. Einfach mal alle Schalter umlegen. Oder 4 und 5 nur. Falsche Richtung. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ich glaube, ich soll da noch gar nicht hin. Ich glaube, ich soll da noch gar nicht hin. Okay, kümmern wir uns mal um hier das hier. Wir haben ja hier einen Schlüssel. Der passt aber nicht zu dem, den wir haben. Nee. Hinter dem Glas befindet sich ein zerrissenes Foto. Ja, ich weiß. Oh, das ist gruselig, das ist durchgekritzelt. Moment, da ist ja noch. Nein, nicht dahin. Dahin?
Müssen wir doch hiermit was machen? Bin gleich wieder da, alles klar. Wir haben den Schlüssel. Aber wir haben kein Schlüsselloch. Achso, Reaction-Videos. Oder 4 und 5 müssen oben bleiben, das kann natürlich auch sein. So, 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 so. Nee, ich will das noch nicht. Ich darf da noch gar nicht hin. Eine 4. Ja, aber wir haben eine 4 und eine 5. Und einen komischen Schlüssel. Da hänge ich schon wieder. Habe jetzt geguckt, ob hier irgendwas vielleicht am Rand ist, aber ich habe da auch nichts gefunden. Also ich glaube, an dem Tisch können wir noch nicht wirklich irgendwas machen. So einen Schlüssel haben wir nicht. Was habe ich bisher gemacht? Ich habe die Kamera so weit ausgefahren hier. Ich habe mir einen Schlüssel von hier hinten, hier von der Lampe geholt, den ich aber dachte, dass ich den hier einsetzen könnte. Geht aber nicht, weil das irgendein anderer Schlüssel ist. Und den Schlüssel kann ich rumdrehen. Jetzt bin ich am Überlegen, ich habe hier unten eine 4, da habe ich eine 5 gefunden, da habe ich eine 4 gefunden. Jetzt dachte ich, ich müsste hier Dingsbums, die beiden komischen Schalter hier, 4 und 5 oben lassen geht nicht, 4 und 5 unten lassen geht nicht. Ja. Soweit bin ich. Muss mir jetzt nicht genau sagen, was ich machen muss. Du kannst mir auch einfach einen Hinweis geben. Ein Hinweis, ein Hinweis.